jährlich in Stuttgart stattfindende Messe LogiMAT legt dieses Jahr kräftig zu. Eine zusätzliche Halle. Sie hat sich als wichtigste internationale Logistikfachmesse für Distribution, Material und Informationsfluss in Deutschland etabliert. Sie zählt heute für viele Aussteller zu den führenden Logistikleitmessen weltweit. Dabei setzt sie neue Maßstäbe trotz kontinuierlichem Wachstum und ist nach wie vor eine Fachmesse der kurzen Wege. Auf insgesamt 74.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in insgesamt 6 Hallen präsentiert die Intralogistikbranche ihre Neuheiten. Die Messeleitung verzeichnet so ein zweistelliges Wachstum sowohl bei der Ausstellungsfläche wie auch bei der Zahl der Aussteller, die um 130 auf jetzt mehr als 1.000 stieg. Und es zeichnet sich ein Besucherrekord mit deutlich über 30.000 Teilnehmern ab. Kein Wunder, dass die Aussteller bereits am Eingang und in den Gängen um die Aufmerksamkeit der Besucher werben. Attraktiv dabei die jonglierende Stelzenläuferin von Salt Solutions, die zum Besuch einlädt. Das Unternehmen aus Würzburg bietet auf seinem Stand interessante Lösungen für die Branche. Aber auch an anderen Ständen informieren sich die aufmerksamen Besucher über neue Lösungen. So zum Beispiel beim Nürnberger Softwareanbieter Städtler, wie auch Klug mit integrierten Systemen und einem der wenigen Durchgangsstände. Oder dem Unternehmen Sitlock aus Altenstadt an der Waldnaab. Und das sind nicht die einzigen Unternehmen aus Nordbayern, welche sich auf der LogiMAT präsentieren. Wie auf vielen Veranstaltungen darf auch hier das Fraunhofer-Institut nicht fehlen, das gleich mit mehreren Ständen zu unterschiedlichen Themen in verschiedenen Hallen vertreten ist. Es gibt ein reichhaltiges Angebot von vielseitigen Verpackungs- und Kartonagenkonzepten bis zu sehr stabilen und recycelbaren Kunststoffsystemen für Paletten und Container, wie zum Beispiel bei Purus Plastik. Aber auch der Maschinenbau ist vertreten und Lieferanten für komplette Förderanlagen und Lagersysteme. In allen Bereichen finden wir interessante Anbieter, sei es bei der Förder-, Lagertechnik und Betriebseinrichtungen, ebenso wie in den Sektoren Flurförderzeuge, Batterie- und Energiemanagement, Stapleranbaugeräte und führerlose Transportsysteme. Das Ausstellerangebot der LogiMAT zeigt, welche Trends die Zukunft der Branche prägen und mit welchen Produkten und Lösungen die Aussteller der Branchensegmente die Anforderungen in der Intralogistik decken. Dabei sind logistische Anlagen so verschieden wie die Unternehmen, die sie nutzen. Deshalb konzentriert sich Siemens mit dem Lösungspaket Logition nach eigenen Angaben auf Lösungen, die möglichst viel Flexibilität und Skalierbarkeit bieten und das alles aus einer Hand. Von der Modernisierung bestehender Anlagen bis zur Planung und Errichtung von Komplettanlagen, von der Finanzierung bis zum maßgeschneiderten Service über den gesamten Lebenszyklus. Nicht zuletzt der steigende Internethandel ist eine Herausforderung für die ganze Logistikbranche. Entsprechend gut scheint derzeit die Auftragslage und auch die Stimmung zu sein. So kann man vermuten, dass die Erfolgsgeschichte der LogiMAT auch im kommenden Jahr weitergeht.